Und zu Beginn alle Hände nach oben, fokussiert eure Sofa, Stuhl oder was auch immer für eine Lehne. Bei drei geht's los. Eins, zwei, drei. Es gibt keine Folge ohne ihn, Alter. Es gibt wirklich keine. K1, Digga. K1 gegen Bushido. All Eyes on Me. Wie viele Songs gibt es eigentlich mittlerweile, die All Eyes on Me heißen? Ist diese Tupac-Hommage nicht irgendwann uncool? Also, egal, rein da. K1, ganz kurz. Ich halte K1 Real Rap. Ich sag das, ich glaub, ich habe schon ein paar Mal gesagt. K1 ist so ein krasser Rapper, Alter. Ist wirklich ein unfassbar krasser Rapper. Aber wenn er diese Latino, ich lieg am Strand von Kreta, play double lilac, he won't player, oh Mamacita, oh mein Tequila. Digga, da muss ich wirklich Knochen kotzen, Alter. So ekelhaft scheiße finde ich das. Aber wenn er rappt, finde ich ihn sehr, sehr krass. Wirklich. Also, das könnte durchaus gut werden. Oh, wilde 808, Digga. Die drückt ja richtig schön rein. Aber warum jetzt überhaupt Bushido diss? Also warum jetzt eigentlich schon wieder? Was hat Bushido getan? Warum dissen die sich jetzt wieder? Warum? Dicker Deutschrap brennt. Ich dachte gerade für einen Moment, es wäre Jean-Pierre Krämer, Digga. JP Performance. Brenn. Rapper rennt schnell nach Haus, jetzt ist Crash Night. All eyes on me, Italy, old money style, maritim. Dicker. Geht ab. Geht aber ab. Deutschrap brennt. I was a president in my first flight. All eyes on me, ich bin zurück, all eyes on me. Props geht raus an deine Jungs, die können ja schon Motorrad fahren. President in my first flight. All eyes on me, ich bin zurück, all eyes on me. Junge K1 ist zurück und ich schieße wie. Geiler Einstieg. All eyes on me. All eyes on me, Junge K1 ist zurück. Und ich schieße wieder scharf, denn die ganzen Hurensöhne machen wieder ein auf Star. Ihr wollt alle ins TV, ja sie kämpfen für das Cash. Doch bei 30k Gage ist die Sendung für mich Trash, schau mich an. 30k Gage, ist das vielleicht ein Seitenhieb an Schlag den Star? Wie viel K hat da Bushido bekommen? Wie viel Kohle haben die Fat Chichis denn da abgesahnt? 100k, Digga. Alle ins TV, ja sie kämpfen für das Cash. Doch bei 30k Gage ist die Sendung für mich Trash. Schau mich an, ich bin richtig reich. Fick dich, weil du nicht so wie ich einfach nach Kitzbühel reist. Oldschool Flow. Sehr, sehr bekannter Flow. Mir fällt gerade leider das Original nicht ein, aber den Flow kennt man, ist aber geil. Ich bin richtig reich, fick dich gleich, weil du nicht einfach so wie ich nach Kitzbühel reist. Kitzbühel, da gehe ich immer Köln. Ich gehe dann immer Köln nach Kitz. Ich bin richtig reich, fick dich, weil du nicht so wie ich einfach nach Kitzbühel reist, bitch. Aber weil Kitzbühel, ja, yo. Kitzbühel, Digga, er macht eine Klatte, weil er Kitzbühel Gondel einmal hoch und runter fährt. Kitzbühel, Digga. Richtig reich, fick dich, weil du nicht so wie ich einfach nach Kitzbühel reist. Bitch, dein Neid frisst dich gerade auf, du hast Cash, doch kein Arsch, schaut, yeah. Das ist aber geil, es geht schon ab, ich find's gut, ich find der Rap wirklich gut. Dein Neid frisst dich gerade auf, du hast Cash, doch kein Arsch, schaut, yeah. Eure ganze Szene ist Cap, K1 rappt wieder hart vor GTA 6. Guck mal, wir haben gerade Julien geguckt, ne? Und da war die Mütze ja deutlich zu klein. Und ich finde, bei K1 ist die Mütze so ein Tick zu groß, oder? Schaut, yeah, eure ganze Szene ist Cap. K1 rappt wieder hart vor GTA 6. Mach ein Battle. Ja, dieses Meme, Digga, dieses vor GTA 6 Meme, alle. Yeah, eure ganze Szene ist Cap. K1 rappt wieder hart vor GTA 6. Mach ein Battle und zerleg mein Leben jeden komplett. Deutschrap ist eine Sampok und ich trete sie weg. Meine Haare geleckt. Ja. Deutscher Rap ist eine Sampok und ich trete sie weg. Ist ein bisschen so eine Möchtegern-Punchline. Irgendwie hittet die nicht, finde ich. Ralph Lauren Descent, diese Milf lacht. Das heißt Ralph Lauren. Seine Sampok und ich trete sie weg. Meine Haare geleckt. Ralph Lauren Descent, diese Milf lacht mich an aus ihrem Porsche Cayenne. Mein Style, mein Vibe, meine Worte und Slang. Und wie du siehst, bin ich im Rappen nach wie vor hier der Champ. Digga. Geht ab. Also flowmäßig wirklich komplett top. Ich finde, es ist nicht so cool. Es ist eigentlich voll geil gerappt. Irgendwie finde ich es aber nicht so cool. Ich weiß nicht warum. Ich glaube in der Betonung, die Betonung ist für mich so ein bisschen unsicher. Ich glaube, da hätten wir noch mehr rausholen können, so. Mein Vibe, meine Worte und Slang. Und wie du siehst, bin ich im Rappen nach wie vor hier der Champ. Aber ich sehe, dass du im Rappen auf jeden Fall noch der Champ bist. Digga, Deutschrap brennt. Rapper rennt schnell nach Haus, jetzt ist Platz schneit.
All eyes on me. Italy, old money style, maritim. Dicker Deutschrap brennt. I was a president in my first flight. All eyes on me, ich bin zurück, all eyes on me. Es geht straight to the moon. Glaub mir, ich flieg Richtung Mond. Du willst gesiezt werden, gut, sie Hurensohn. Alter, was? Alter, das ist witzig, das finde ich wirklich. Er fliegt bis zum Mond, du willst gesiezt werden, gut, sie Hurensohn. Gibt's das noch? Sie Wichser. Jawoll, Alter. Raus, ja, es liegt an dir. Dass du nicht überhaupt hast. Ja. Ich muss mir an. Raus, Alter. Mach raus, du okay. Wichser. Raus, du Wichser. Guck mal, was jetzt. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Wichser. Sie, Wichser. Ich bleibe da rein, Digga. Sie, Wichser. Nein, Mann. Das finde ich witzig. Du willst gesiezt werden, okay. To the moon. Glaub mir, ich flieg Richtung Mond. Du willst gesiezt werden, gut. Sie, Hurensohn. Aber mal ganz kurz. Warum hörst du das denn an? Ich denke, es ist ein Bushido-Diss. Verdien eine Million, dreh tief ins Pedal und trag Weißgold, als würde ich spielen bei Real. Rolli aus Gold oder die... Oh, ich trag Weißgold, als würde ich spielen bei Real. Das gefällt mir, die Line. Weil Real Madrid, Heimtrikot. Hier, Weiß und Gold. Finde ich gut. Ich trage Weiß-Gold, als würde ich spielen bei Real. Das gefällt mir, Digga. Das ist eine gute Line. Finde ich gut. Ich flieg Richtung Mond. Du willst gesiezt werden. Gut. Sie so. Verdiene eine Million. Dreh tief ins Pedal und trag Weiß-Gold, als würde ich spielen bei Real. Rolli aus Gold oder diesmal aus Stahl. Zeig mir einen, der mit schwarzer Kreditkarte zahlt. Hörst du den Sound? Ich flieg im Taycan. Jetzt soll einer sagen, ich wär nicht klimaneutral. Yeah. Keiner von euch spielt in meiner Liga, Dicker, mach mir nicht auf miesen Ficker, guck wie deine... Wie oft wollen die dieses Stock-Footage eigentlich noch einblenden hier von dem Block? Was ist an dem so besonders? Haben sie bestimmt schon dreimal jetzt eingeblendet, Digga. Da ohne ist er schon mal. Eins. Zwei. Drei. Was ist an dem Block so besonders, Alter? Knie zittern, deine Freundin frisst eine Linguine mittags und eine Familienpizza, deshalb braucht sie für sich einen Siebensitzer. Mein Money ist krisensicher, Bitcoin meine Zukunft, also nervt dich mit der... Ich hab wirklich mehr erwartet. Also ich, wie gesagt, ich finde es irgendwie cool, wie K1 rappt. Ich halte K1 für einen richtig krassen Rapper, wenn er will. Wenn er, der kann auf jeden Fall. Aber ich dachte, wir kriegen hier einen geilen Bushido-Diss, Alter. Also was ist denn das, Digga? Ich höre hier einfach nur Flexbars, die ich schon 16.000 Mal gehört habe, Alter. Mir ist doch scheißegal, was er isst oder was er fährt oder was er trägt oder was er... Das ist mir doch scheißegal. Dein Business Mentoring und deiner Schulung, ja, sie machen Picks. Sie denken, mein Auto ist ein UFO, ja, ich will dich nicht in meinem Kreis haben wie ein Sumo. Digga, Deutschrap brennt. Ich will dich im Kreis haben mit Sumo, ist ganz cool. Rapper rennt schnell nach Haus, jetzt ist Punch Night. All eyes on me, Italy, old money style, maritim. Digga, Deutschrap brennt. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Schluck hier von meinem leckeren Acai Hibiskus Eistee nehmen. Von meinem Partner Holy, 100% vegan. So gut wie kein Zucker. Aus Glasbottle, Digga. Aus Glasbottles schmeckt alles besser. Wenn ihr auch mal ein bisschen was davon probieren wollt, hier, guck mal, was ich hier hab. Ich bin quasi Holy Rich. Holy, Holy, Holy Rich. Da gibt's unendliche Probierpakete. Für geringes Geld. Ihr könnt noch weniger ausgeben, wenn ihr einen der Rabattcodes benutzt, die ihr über den zweiten Link in der Videobeschreibung findet. Geht da rein, es gibt noch Energy Drinks und Hydration Drinks. Geiles Zeug, ein bisschen Nascherei gibt's auch. Meine Kamera ist aus. Ja, deine Kamera ist aus. Schwarz. Guck mal, jetzt bin ich wieder da, Achtung. Und da sind wir wieder, beruhigt euch. Cool bleiben. Ich habe die Technik hier alles unter Kontrolle. Jetzt bin ich wieder weg. Und jetzt bin ich wieder da. Ich müsste mir eigentlich über so mehrere Kameras hinstellen. Kameren. Der Plural von Kamera ist ja Kameren, gell? Was? Danke. Ich bin zurück. All eyes on me. All eyes on me. Wer die Mieze hat, Kameren Diaz. Nicht schlecht, Mieze. Nicht schlecht. Ich guck auf Kameren Diaz. Weißt du, also Diaz, diese Dia-Dinge. Kameren Diaz. Da kann man das ja echt fast irgendwie was. Diese Jungs, die du ein Geschichte da benennst, lernte ich vor über 20 Jahren auf der Straße kennen. Egal. Jetzt geht's los. Ob Türken, Kurden oder Marokkaner, Gangs, Libanesen, Afghanen, Iraner, Brüder aus Kosovo, Albanien. Okay, ich zähle einfach alle Länder auf, die ich kenne, Alter.
Türken, Kurden oder Marokkaner, Gangs, Libanesen, Afghanen, Iraner, Brüder aus Kosovo, Albanien. Merk dir eines, ich bin mit ihnen aufgewachsen. Diese Jungs, die du gerade bezahlst, um auf dich aufzupassen. Glaub mir, jeder meiner deutschen Brüder hat was auf dem Kasten. Hatten komm, was doch wir konnten, es vor hunderttausendfachen. Glaub mir, es gibt keinen arroganteren als mich. Hier ist Gold, hier ist Platin, Diamant in dein Gesicht. Beim Schock. Ja, das ist gut. Das ist cool. Glaub mir, es gibt keinen arroganteren als mich. Hier ist Gold, hier ist Platin, Diamant in dein Gesicht. Beim Schock steh ich nicht hinter Schlange wie ne Bitch. Bin warum dieses Stockfotoschige? Das ist doch auch nicht mal Flex. Warum nimmt man so ein Bild da rein? Das ist offiziell, ganz offensichtlich Stockfotisch. Warum macht man das da rein, Digga? Hier ist Gold, hier ist Platin, Diamant in dein Gesicht. Beim Shoppen steh ich nicht hinter Schlange wie ne Bitch. Bin ein Star, das bedeutet, der Champagner geht auf dich. Also alle, die beim Shoppen in der Schlange stehen, sind Bitches, ja? Beim Shoppen steh ich nicht hinter Schlange wie ne Bitch. Bin ein Star, das bedeutet, der Champagner geht auf dich. Mein Vitamin B ist die Ort, wo Lefa nach Capri. Ich bin, wie du siehst, Kapitän, wenn ich Lust hab. Glaub ich Sommerlieder aus dem Nichts. Ja, wenn ich Lust hab, mach ich morgen wieder einen Hit. Digga, Deutschrap brennt. Schade, ich hab viel mehr erwartet, ehrlich. Rapper rennt schnell nach Haus, jetzt ist Perch Night. All eyes on me, Italy, old money style, maritim. Digga, Deutschrap brennt. Hast du bei LMS nicht auch Stock-Footage benutzt? Ich habe bei vielen Videos Stock-Footage. Mir geht es auch nicht darum, dass man kein Stock-Footage benutzt. Ich finde halt, also ich benutze passendes Stock-Footage. Ich finde, das passt halt überhaupt nicht. Er redet über Reichsein und über Flex und sonst was. Und dann kommt hier so eine Vlog-Gegend und das sieht ja nicht mal ästhetisch gut aus. Also ich finde, das Bild passt einfach nicht. Wenn dann, also ich weiß nicht, wenn du so krass redest, dann nimm doch sowas, Alter. Oder nimm doch irgendwas, was nach was aussieht. Versteht ihr, wie ich meine? Das sieht schon geil aus. Rapper rennt schnell nach Haus, jetzt ist Perch Night. All eyes on me, Italy, old money style, maritim. Dicker Deutschrap. Okay. Das hat alles keinen Sinn. Wir müssen zu dem einzig Wahren gehen. Es hat alles keinen Sinn, Digga.